Ja, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Böller-Tour. Ihr seht, ich habe wieder richtig feinen Stuff. Wir fangen hier an. Sina Trueno Nummer 3. Sina Bison. Funke Thundercracker D. Salutraketen, einmal die Silberrakete, Silberblitzrakete. Einmal die Salutrakete mit Crackling-Aufstieg. Dann die Scream Rocket 2 von Funke. Auch noch von Funke Salutrakete. Eine ABA-Salutrakete Strobe, Pyroland BKS Alpha, eine Rauchflagge. Dann haben wir hier Frosch C, Salutrohre, Simanko, Blauer Berb, ein Kanonenschlag, dann Honey Badger Honigdachsböller, Pyroland Alien Sirenen. Rauch ist natürlich auch wieder dabei, einmal die Rauchflagge und einmal diese Argento Riesenrauchbälle. Big Balls, Cracking Beam, Tiger Bomb C. Dann haben wir hier zweimal die Dumm Bumm Triple Shot in 25 mm. Dann die Pyroland BKS 3. Dann eine Nico Salut Batterie. Flashbang Battery. Dann haben wir hier Red Thunder von Funke. Eine Classic X Shape Dumm Bumm. Und dann gibt es zum Schluss noch die Crackling Kartell von Pyroland. Jetzt kommt der lila Kanonenschlag. Weiter geht's jetzt mal mit ein paar Blitzböllern. Und zwar Thundercracker D von Funke. Die waren sehr, sehr heftig. Unfassbar, die Teile. Extrem druckvoll. So, jetzt gibt's die Frösche C von Funke. Machen wir erstmal einen. Die springen sogar noch richtig. Und weil die so schön springen, packen wir die mal ein bisschen weiter weg. Jetzt gibt es den Funke Honey Badger. Blauer Berber von Funke. Ah, auch nicht schlecht. Knall ist zwar sehr hell. Der knallt wenigstens super. So, jetzt zwei Simanko von Funke. Jetzt würde ich sagen, lassen wir uns etwas bunt werden, und zwar mit den Riesenrauchbällen von Argento. So, los geht's, alle zusammen. Gut, ist jetzt kein Rauch, jetzt brennt auf einmal alle. Das ist aber verrückt. Echt komisch. Jetzt raucht's. Eigentlich sollte es eigentlich von Anfang an rauchen, aber kleine Fehlfunktion. So, jetzt gibt's von Pyroland die Crackling Beam. Oha. Gleich mal zwei Stück zusammen. Jetzt
Jetzt gibt es wieder ein bisschen Rauch, und zwar die Pyroland Rauchflagge. Ja, wie ihr seht, es funktioniert. Einfarbiger Rauch. Super lange Brenndauer. Und als nächstes gibt es die Big Balls von Explode. So, jetzt den roten. Sehr heftige Ausbreitung. Jetzt geht's los, jetzt wird's richtig laut. Und zwar 10er Trueno Nummer 3 und 10er Bison. 10er Bison. Gleich hinterher den 10er Trueno Nummer 3. Als nächstes kommen die Knisterfeuer B von Funke. Jetzt die BKS Alpha von Pyroland. BKS Alpha von Pyroland. So, gleich hinterher den BKS 3 von Pyroland. Jetzt geht die Dumbum Triple, und zwar doppelt geschossen. Als nächstes gibt es die Tiger Bomb C-Böller von Funke. Richtig laut, und weil der so gut war, machen wir mal noch ein Einzel. Die restlichen vier Stück gibt es in einer Zündung.
jetzt haben wir noch die Raketen und die vier Batterien übrig. Würde ich sagen, machen wir erstmal die Raketen. Das sind fünf verschiedene Salutraketen. Wir haben hier einmal die ABBA Strobe Salutrakete, dann die Funke Silberblitzrakete, Funke Salutrakete, Funke Salutrakete Scream Rocket 2 und die Funke Salutrakete mit Silbercrackling Aufstieg. Würde ich sagen, von klein nach groß, und erstmal die ABA. Die Funke Silberblitzrakete. Salutrakete. Die war echt schlecht, muss ich sagen. Jetzt dieses Scream. Und jetzt zum Schluss noch die größte Funke-Salut-Rakete. Den Batterien, und zwar habe ich hier Flashbang Battery von Nico, Dumbum X-Shape, Crackling Kartell von Pyroland und die Red Thunder. Würde ich sagen, beginnt mal mit der Red Thunder. Jetzt kommt die Dumbum X-Shape. Alter Schwede, Leute. Wahnsinn. Das ist F2-Feuerwerk. Unfassbar gut, muss ich echt sagen. Hammerteil. Und jetzt kommt die Flashbang Battery von Nico, kennt ihr bestimmt. Und jetzt als letztes, als richtigen Hammer, habe ich noch die Crackling Kartell für euch jetzt am Tag. Schöne Crackling Batterie. So, jetzt die Pyroland Crackling Kartell. Also die war doch mal richtig schön nice, kann man auch am Tag zünden. Ja, mega. Das war doch eine sehr, sehr schöne Böller-Tour. Lasst einfach ein Like oder einen Kommentar da, und bis zum nächsten Video.